jetzt. Bei Ihnen bildet sich da reicht kein Bombenkäfer. Da muss die Mutter selber ran. Das ist natürlich jetzt interessant. Die Frage, die sich dabei stellt, ist der Moslem eher katholisch oder eher evangelisch? Das wissen wir gar nicht. Denn man muss ja mal klar sagen, Katholen, Evangelien haben zum Beispiel mehr Unterschiede als Katholen und Moslems. Ja? Zum Beispiel ist der Kathole ja auch kein Schweinefleisch. Freitags. Nicht? Deswegen hat man in katholischen Klöstern früher die Ferkel ersäuft, da war das Schweinefleisch hinterher theologisch Fisch. Und das ist der Unterschied, nicht wahr? Also bei den Moslems gibt es einige, die nehmen ihre Religion ernst. Und das kennen wir hier ja gar nicht. Und diese ernstzunehmende Religion, das ist das Problem. Ja, die glauben zum Beispiel, dass wir hier alle die Unreinen, die Ungläubigen sind, dass wir alle in die Hölle kommen. Ich finde das nicht schlimm. Da sehen wir uns da wieder. Wer kommt schon in den Himmel? Ja, der Papst vielleicht. Nicht? Dann hängt er da oben mit dem Kümmchen Haferschleim, beschwert sich beim Petrus, was ist das denn für ein Scheißessen? In der Hölle lieber leckerere Sachen. Da sagt der Petrus, für zwei Mann kochen lohnt sich nicht. Aber die Integration ist deswegen religiös so schwierig, weil Christentum, Judentum, Islam ja verwandt sind. Das sind die drei abrahamitischen Religionen und Verwandtschaft, das wissen Sie selber, ist immer schwierig. Wie ist das damals gewesen? Der Abraham war ja verheiratet mit der Sarah, war eine moderne Familie, double income, no kids. Nicht? Die konnten sich also eine Putzfrau leisten, das war die Sklavin, die Hagar. Die war aber nicht Hagar, da war ein super Schuss. Und da denkt der Abraham, oh, da kühlt direkt der Superschuss und hilft mir aus der Butzrus. Das kann man nicht übersetzen. Das ist Hebräisch. Doch, Abraham geht mit der Hagar in die Besenkammer und 9 Monate später steht der kleine Ismael auf der Wickelmatte. Jetzt sieht die Sarah, aha, der Mann geht fremd, kriegt mit anderen Frauen Kinder, zack, Hormonumschwung, klappt bei ihr auch und sie bringt dann Abrahams Sohn Isaak zur Welt. Jetzt steht ja im Alten Testament eindeutig drin, der Abraham steht zwischen diesen beiden Frauen. Wie entscheidet er sich? Er entscheidet sich für seine Ehefrau Sarah und seinen ehelichen Sohn Isaak und schickt die Hagar samt Ismael in die Wüste. Und da sind dann die Wüstenvölker, die Araber, daraus entstanden. So steht es im Alten Testament. Im Koran steht sie noch umgekehrt. Der Abraham bekennt sich natürlich zum Superschuss und baut sogar mit Ismael zusammen in Mekka die Kaaba. Ja, aber das ist jetzt richtig. Da kann nur eins von beiden stimmen. Und deswegen hauen die sich die Köpfe ein. Sie sprengen sich in die Luft bis zum heutigen Tag. Israelis und Hezbollah. Jeden Tag fliegt ein Bus in die Luft. Das ist der Urgrund für die territorialen Konflikte im Nahen Osten. Sagt doch Peter Scholl-Latour. Nicht? Und der hat den Islam erfunden. Der kennt sich aus. Aber da muss doch mal einer da runterfahren. Sagt, habt Kinder, das habt ihr so mal alle. Das kann man da auflösen. Ne? Dieser Abraham war doch auch nur ein Mensch. Wahrscheinlich ist er ja typisch Mann. Ich wette, der Jack hat überall was anderes erzählt. Wie Männer so sind. Ne? Stehen sie an der Theke, sind sie am Prahlen. Hör mal, ich hab gehört, deine Frau soll doch so super geil im Bett sein. Ja, der eine sagt so, der andere so. Jetzt dürfen sie auch nicht mal zusammen beten. Multireligiöse Feiern an Schulen werden verboten. Ja, sag, wenn Integration doch klappen kann, dann doch über die Kinder. Aber schon da wird gesagt, der andere ist der Unreine, der Ungläubige. Ich sag, wenn sie schon nicht zusammen beten dürfen, die verschiedenen Religionen, dann lass doch mal zusammen Auto waschen. Das ist ja auch eine kultische Handlung. Ein Heiligtum wird gereinigt. Ich habe das beobachtet in der Kölner Südstadt. Wenn der Türke und der Kölner zusammen Auto waschen, ja, da denke ich manchmal, ja, so könnte es gehen. Die haben sich ja schon sehr angeglichen von den Messgewändern her. Beide Ballonseide, nicht? Und Schnäuzer. Und jetzt wäscht der Kölner ja Auto mit dem katholischen Hintergedanken. Er muss es hinterher beichten. Er weiß, man darf es eigentlich nicht mehr. Kommt mit einmal Wasser runter, ohne Spüli. Hat aber die Prilflasche hinterm Rücken. Ne? Und plötzlich mal so, drei Spritzer rein, kommt keiner. Einmal Wasser, Quatsch über das Dach, fertig. Zerrettroche. Da nimmt der Türke die Flex und schneidet ein Stück vom Auspuff ab. Sagt er, wenn du deinen taufst, kann ich auch meinen beschneiden.